Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Benny's Dead, in der wir herausfinden müssen, wer und wie Benny gestorben ist. Also wer ihn umgebracht hat und wie er gestorben ist. Und ja, das sind unsere Ziele. Wir sollen auf jeden Fall, das Letzte, was er gemacht hat, ist die Lady Beffords, er war Lady Beffords Bodyguard. Das war das Letzte, was wir wissen. Und wir sollen jetzt zum Ort des Geschehens, ich glaube, so ein Hotel war das, genau, das Hotel, das Ding, und sollen herausfinden, also sollen wir quasi da schnüffeln, was da passiert ist. Zusätzlich, was ist Benny passiert? Und wir sollen 800 Loot sammeln. Wichtig ist, dass wir keine anderen Cops töten, weil wir, sonst würden wir die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich habe diese Mission bereits mit dem guten Matt schon mal gespielt, damals auf normal, weil man da eigentlich, obwohl, da durfte man auch nicht töten. Ich weiß nicht, ob was auf normal oder auf hart war, auf jeden Fall ist es nicht mehr ganz so blind, aber ich wollte sie mal nachholen, mal sie ohne K.O. zu spielen, und das werden wir auf jeden Fall. Auf hart sind es halt 1200, und auf Experte kommt noch was hinzu. As a matter of fact, don't even let them know that you're on the job. They probably won't understand. Ja, also wir dürfen nicht bemerkt werden. 2000 Loot und was steht hier? Keep the Blackjack for special actions. Oh, ich darf nicht mehr als 5 Leute K.O. schlagen. Ich weiß nicht, ob wir das damals gemacht haben, aber ich erinnere mich, ich glaube nicht, dass es so kompliziert war. Ich erinnere mich nur an kleine weiße Mädchen, die Maitre verprügelt hat. Extra spicy. Probieren wir es mal. Ich bin sehr gespannt, jetzt mal sie anders zu spielen. War ja ein bisschen chaotisch das letzte Mal, wo ich sie gespielt habe. Ich denke, wir werden Wasserpfeile benötigen, wenn wir schon nicht bemerkt werden dürfen. So, ich denke mal, das ist optimal. Und wir starten. Genau, hier, ich erinnere mich. Und wir müssen hier rein. Und das ist, ich sollte mich nach einem besseren Weg umsehen. Das ist die Polizeistation. Und ich mochte das Design. Und es gab eine Karte. Oh ja. An der wir uns orientieren können. Oh ja, und ich erinnere mich an diese Stelle hier. Hier war eine Wache, an der wir ewig gehangen haben. Und hier war ein kleiner Bug gewesen damals im Multiplayer. Oh, die Erinnerungen kommen hoch. Aber egal, für die Leute, die die Mission noch gar nicht kennen, für die das blind ist, versuche ich nicht so viel zu spoilern. Ein bisschen, wie gesagt, bleibt es noch in Erinnerung. Es ist bestimmt schon 2 Jahre her, dass ich diese Mission gespielt habe. Und es geht ja um den guten alten Benny. Also dürfen wir da, müssen wir da auf jeden Fall nachforschen. Und der Hammer. Ich höre etwas. Oh, habe ich dich aufgeweckt? Ich glaube, hier gab es irgendwie... Oh Gott. O Herren der Natur, beschütze uns. Gib uns ein Zuhause. Führe uns, wenn wir die Augen für immer schließen, in das ewige Leben. Wer ist da? Lasst mich allein. Au! Er hat mich zusammengeschlagen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass man den dass der einen zusammenschlägt. Wer seid ihr? Verdammt, wie mache ich das? Hinter ihm. Gesegnet sei jeder Atemzug reiner Luft. Gelobet sei das Wasser. Bewahre unsere kleinen Geheimnisse und schenke uns einen weiteren Tag. Das ist der Waffenbesitzer hier, glaube ich. Und da gibt es ein Froggy Eye. Und Abyss Cash. Ich glaube, ich kann es auch von der anderen Seite holen, oder? Warte mal, wir probieren das mal. Wir gehen erstmal hier wieder lang. Warte mal.
ich an den Loot ran. Nee, so komme ich nicht ran. Okay, ich muss hier so durch. Perfekt. Eine Blitzmine war das gewesen. Gesegnet sei jeder Atemzug reiner Luft. Gelobet sei das Wasser. Bewahre unsere kleinen Geheimnisse und schenke uns einen weiteren Tag. Gib mir den Loot. Lass mich alleine. Und er haut mich wieder zusammen. Au! Verdammt, das ist schwer. Ich will ja keine Chaos machen, aber wenn der Typ da im Wege hängt. Man schiebt den ein bisschen nach vorne. Hat sich ja schon ein bisschen bewegt. Ah, ja, ja, genau, genau. Ein bisschen auch nach vorne. Ist ein ganz kleiner Trick, den man machen kann. Ich bin eigentlich kein Fan davon. Aber guck mal, ich komme nicht ran. Ich muss den ein bisschen nach vorne schieben. Voll der Psycho. So, ich denke mal, es müsste jetzt reichen. Okay, dann vorsichtig. Luft ist Behendigkeit. Erde ist Stärke. Wer ist... Oh! Gott! Mein linkes Ohr tut weh! Aber wie der mir... Der hat mir voll ins Trommelfell geschlagen. Du altes Vieh. Ich komme immer noch nicht ran. Das alte Vieh, es will nicht mehr. Wer hat mich entdeckt? Was? Warum drehst du dich um, du kleiner Sack? Ich hasse den. Ich hasse ihn. Ich denke, hier ist es sicher. Schwer zu sagen. Der dreht... Geht weg! Was? Was? Der dreht sich nach einer Zeit um. Wie gemein ist das denn? Okay. Geht weg! Ich hasse dich! Warte mal, Froggy? Oh, das ist nicht gut. Okay, ich muss hier raus. Ich denke, hier ist es sicher. Schwer zu sagen. So, ich bring die jetzt mit Froggy um, das ist mir ja. Noch sicher. Nicht. Wer sagt? Aua, die Explosion ist ganz schön krass. Weil es zählt ja nicht, wenn der Froggy das macht. Ich ertrage es nicht. Überall Dächer und Straßen. Die Luft ist erfüllt von Rauch und Gestank. Geht weg! So. Und ist alles noch okay. Na gut, die Cops sollen mich nicht. Und ich habe keinen K.O. gemacht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Du kleiner Arsch. Warte mal, der geht, glaube ich, in die Richtung, oder? Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Es wird noch besser. Es kommt noch der kaputte Türknauf. Kommt ja auch noch. Und zwar hier oben. Verdammt, ich fange schon wieder an zu spoilern. Seltsamer Laut. Nichts mehr. So schön vorsichtig. Nur keinen Lärm machen. Wer stört meine Ruhe? Oh, die drehen alle völlig am Stock. So. Und das Ding ist kaputt. Also das kann man jetzt kaputt machen, indem man es abnimmt. Das ist einfach nur eine kaputte Tür. Oder da will da gerne das, den Anschein erwecken, dass da eine Türe ist. Die haben zu viel Kraft. Ist hier sonst noch irgendwas gewesen? Nee, ich erinnere mich nicht. Oh, das war ja Fliese. Das habe ich auch schon wieder voll verdrängt. Da war ja was. Okay, probieren wir mal. Perfekt.
schwören, dass da was war. Da komme ich nicht vorbei. Scheiße. Shit. Ich darf mich nicht bemerken. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre wenigstens ein kleiner Happen. Und ich dachte, der Job wäre gemütlich. Hätte es nicht der Bogenschütze. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen einen anderen Weg suchen. Shit. Geht hier bloß nicht rein. Hier ist ein bisschen nicht aufgeräumt. Ich sehe nichts mehr. Ist dort jemand? Okay, die Schwertkämpferin dauert eine Weile, bis die hier einmal drumherum gelaufen ist. Die müsste von dort kommen, wa? Ah, hier kommen wir auch rein. Ist halt doof, dass die halt gleich auf den Betten aufspringen. Das führt ja dazu, dass wir... immer erwischt werden. Oh, Feuerpfeil. Was habe ich denn? Habe ich eigentlich noch irgendwelche unnützen... ja, Flares. Flerases? Flareses? Ih, Stinkefüße. Guck dir mal an, wie... guck dir die mal an. Hier mein Buch. Das werde ich mir nicht durchlesen. Ich habe mir nur dein Loot... der Hammeritenheimer geklaut. Die wird er doch nie im Leben benutzen. Ich glaube, der Bogenschütze kommt auch gleich, oder? Warte mal, hier in der Ecke. Perfekt. Okay. Dann kommen wir zu den Mechanisten. Und ich habe die Erinnerung, dass ich da nicht wusste, wie ich da reinkomme. Oder wir haben es nicht geschafft, da reinzukommen. Glaube ich. Laut Karte sind wir ja jetzt... Achso. Das ist schon das Gebäude. Es gibt keine Stadtkarte. Bogenschütze. Shitty! Okay, und wir wurden auch gesehen. Was sowieso dazu führt, dass wir verloren haben. Verloren! Ich könnte höchstens schnell da hinten lang rennen. Ja, der hat noch ein Pfeil im Köcher, also wäre es ein Taschendiebstahl, den ich nicht auslassen möchte. Hat mich bemerkt, aber nicht gesehen. Da scheint nichts zu sein. Habt ihr auch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Okay, hier könnte ich das Licht ausmachen. Aber warum sollte ich das tun? Erstmal einen Screenshot. Und speichern. Und extra save. Hier ist nur Metallboden und eine Nachricht. Die haben nichts bei sich, oder? Ich sehe es durch ihre blöden Arme nicht so richtig. Nee, der hat nichts. Alles ist sie durch. Hat nichts. Gelobt sei der Erbauer. Gut. Das heißt, ich brauche hier eigentlich nicht rein unbedingt. Habt ihr auch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Hier komme ich nicht rein. Und hier waren die ganzen Quartiere, oder? Nee. Da habe ich jetzt gerade mit einer anderen Mission verwechselt. Da ist eine Nachricht. Und sie steht noch rum. Das ist gut. Das Loot.
brauche ja 2000. Das wird nicht einfach. Okay. Okay. Wir sind hier fertig. Ich guck noch mal in den anderen Raum. Nicht, dass da doch noch irgendwie Loot an der Seite war. Weil ich das einfach nicht gesehen habe, weil das so fast dieselbe Farbe hatte. Ich habe etwas entdeckt, glaube ich. Nee, hier war nichts. Ich dachte, da wäre noch was. Gut, jetzt kommt der schwere Teil wieder raus. Okay, hier bin ich safe. Ich würde aber gerne da hinten noch lang. Er hat mich nicht gesehen, gut. Da ist die Wache. Oh, was ist das hier? Ah, warte mal, hier könnte man drüber klettern, ne? Oder hochklettern. Hier ist auch wieder so ein Tunnel. Aha, wir brauchen ja erstmal etwas, um die Dinge, Gullis überhaupt zu öffnen. Das wäre also einer der Wege, die wir nehmen könnten. Hat sich der Schatten bewegt? Okay. Sehe ich jetzt schon Gespenster? Ich muss das Licht ausmachen. Bin wohl kurz eingenickt. Kommt ihr nun freiwillig heraus oder muss. Okay, ich muss das Licht ausmachen. Beide löschen? Hallo? Nicht schon wieder. Ah, die wurden doch erst heute Morgen ersetzt. Da scheint nichts zu sein. Achso, ich habe ja schon ausgeraubt. War wohl falscher Alarm. Okay, hoffentlich hat sich das jetzt Ganze gelohnt. Hier ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht öffnen kann. Hier ist Sackgasse. Das heißt, ich hätte gar nicht hier lang gemusst. Das heißt, ich kann den hier aufkriegen. Geh auf! Okay. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Und hier ist eine Sackgasse. Das heißt, ich kann hier ruhig laden. Aber wie komme ich wieder zurück? Hehe. In die Ecke. Ja, müssen wir vielleicht bei der Wache da hinten vorbei irgendwie. Eine Blitzmine. Und wir haben ein einziges Seilfeilchen. Es gab ja noch einen Flussbereich, den man gehen konnte. Versuchen wir da lang zu kommen. Wer ist da? Ich hab dich! Haus ist ein Einbrecher! Ja, und wir sind gescheitert. Da war, glaube ich, auch nichts. Da war, glaube ich, auch nichts. Vor allem, wie hat die Frau mich jetzt gesehen? Und die sah cool aus. Schönes Design. Also schönes Modell. Oh, ich muss warten, bis die Schwertkämpferin sehr weit weg ist, weil... Hat die ein anderes Schwert? Nee, ist das normale Schwert. Weil die ist so langsam und ich müsste mich ja wieder da hinten hin durchrennen. Sei denn, ich... Kann ich da vielleicht hoch?
Unsinn. War vermutlich nur ein Anfänger. Nein. Da kommt noch ein erzürntes. Oh. Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Ah, das sieht aus, als würde man da hochgehen können. Irgendwie. Okay, der sucht nach mir. War hier kein Schlüssel? Warte, mir geht's noch lang. Wer ist da? Ach nee, hier ist eine Sackgasse. Vielleicht waren es Ratten. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer spricht da? Der Holzboden hat mich verraten. Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Wir schauen uns um. Wir haben ja ein bisschen Sachen eingesammelt. Bin gar nicht ganz zufrieden. So, jetzt hätten wir hier noch den Wasserbereich. Liegt hier noch irgendwas? Oder ist das einfach nur Dekoration? Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Das war bestimmt eine Ratte. Ich brauche also so eine Art Schlüssel, um durch diese Sewers zu kommen. Wir müssen erstmal danach suchen. Funktioniert. Ich wusste doch, das muss irgendwie da sein, denn es ist nicht geplant. Doch, geht hoch. Haben wir eine schöne Aussicht. Und? Wo kommen wir denn hier rein? Ist das ein Schornstein? Hä? Das ist ein ganz normaler Weg. Seltsamer Weg. Um auf eine Dachterrasse zu kommen. Oh. Schon wieder Mr. Bad Daddy. Wer ist Mr. Bad Daddy? Komische Geräusche. Oh, wer bist du denn? Du haust mich bestimmt zusammen, oder? Boah, nimm die Hand vom Mund, Junge. Dame. Okay. Hier ist nichts. Hier ist wieder dieser typische Knauf. Und hier ist auch wieder ein Knauf, die abbrechen. Die haben alle keine stabilen Türknaufe. Okay. Gut, dann haben wir das zurück zum Schlüssel. Okay. Ich wusste doch irgendwo, das kann nicht so kompliziert gewesen sein, dass wir den Schlüssel jetzt haben. Gut, jetzt können wir durch die Abwässer. Es gibt drei Wege, die wir gesehen haben. Ich glaube, wir nehmen den am Anfang, oder? Dann haben wir gleich den langen Weg bis zu den zwei hier. Ich denke mal, es wird kürzer, je weiter wir in der Stadt sind. So haben wir halt jetzt den langen Weg. Aber ist nicht schlimm. Ich weiß ja, was mich schon erwartet. In den Kellern. In den Sewern. Gehen wir mal nach unten. Diesen unheimlichen Ort. Das sieht so cool aus. Ich mag das. Mal kurz ein Screenshot. Da läuft jemand. Ach, Spinnen sind auch hier. Große, dicke, giftige. Wobei, giftig sind die ja nicht. Glaube ich. Die hauen mich ja nicht mit ihren Zähnen, die hauen mich mit ihren Beinen. Hier ist eine Nachricht. Well, this great content to live in the rafters.
Okay, ist nicht lang. Flashbombs in unser Pizza Equipment in the pool below. Nächstes. Dauer. Ah, hier sind ja mehrere Leute unten verschwunden. Warte, was stand da? It is night be break and possible with Jimmy's child. Das Book ist ignorant. The Spider-Melon Pass is poorly. The protest is only the great Cholarodu has ever taken extensive field notice in the past. Ist was die Clone Theory ist. Also sehr viel verrücktes Zeug. Okay. Ich erinnere mich an diesen Ort hier. Ich höre Barracks. Ich kann mich... Ich glaube, es gibt hier gar keine Barracks. So, hier ist noch ein Weg, den man gehen kann. Ist das laut hier. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade Gänsehaut. Boah, ich hab, es ist so laut, ich höre nichts. Oh, das hier kommt mir sehr bekannt vor. Hier war eine Sackgasse, oder? Plätscher, Plätscher. Ja, hier ist nur eine Sackgasse. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Da sind sie. Kleinen weißen Mädchen. Und da haben wir auch die Leute, die hier unten nach dem Rechten suchen wollten. Und letztendlich von den kleinen Mistviechern gegessen wurden. Oder besagt, sie werden noch gegessen. Komme ich so da nicht vorbei. Ich glaube, wir sollten erstmal den anderen Weg noch inspizieren. Scheiße, sie sieht mich, okay. Ich will nicht sie unbedingt auf mich aufmerksam machen. Warum kann ich nicht ganz normal runter? Es ist immer laut. Okay, gut. Aber an der müssen wir vorbei, um in diesen Bereich zu kommen. So, jetzt gibt es ja noch den Weg hier links. Hier komme ich aber direkt auch zu den kleinen Mädchen. Ein bisschen sind sie doch unheimlich. Ich höre sie.
Gott. Ich hab die gar nicht mehr so in Erinnerung. Ihr ganz miesen kleinen Kinderchen. Was war hier? Ein Haltepunkt? Vor allem, ich habe noch... Ah, warte mal, doch, warte mal. Das könnte der nächste Abschnitt gewesen sein. Quasi da, wo die Frau war und der Typi. Nein, das ist schon hinten. Das ist schon der hintere Bereich. Alles gut. Ist aber cool, dass es immer so detailliert ist und alles so. Weißt du, auch selbst wenn es hier nicht was gibt, ist es schön, dass es einfach diesen Ort hier gibt. Warte mal, hier kann ich rein. Hier kann ich nur zu dieser Türe. Okay. Ist nur ein Ausgang. So, jetzt gehen wir mal zum Mädchen da drüben. Was ist das für ein Geräusch, ey? Oh, sie kommt zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja. Oh, sie sucht nach mir. Ich erinnere mich noch, dass da ein Schlüssel irgendwo bei den Leichen lag. Ich glaube, wir müssen nochmal da hinten lang. Noch mehr Tunnel. Ein Unsichtbarkeitstrank. Der könnte nützlich werden. Achso, das ist nur hier einmal im Kreis. Ja, das ist nicht schlecht. Ein Unsichtbarkeitstrank könnte mir helfen, an die vorbeizukommen. Was ist das hier? Einfach nur ein Tunnel. Einfach nur ein Gullideckel, der oben drauf gelegt wurde. Also ich kann ja ruhig von den Viechern gesehen werden. So, hier sind wir. Jetzt auf der anderen Seite. Oh shit. So, ich glaube hier irgendwo an den Körpern müsste ich was holen. Ich versuche mal das Licht auszumachen. Mal sehen, was passiert. Jetzt sind sie aggressiv. Okay, schauen wir mal. Da liegt einer. Da sehe ich aber keinen Schlüssel. Upsi. Da hinten liegt noch einer. Ich wüsste, wo der Schlüssel ist. Ich glaube, den brauchen wir später noch. Und diese Geräusche hier. Würde ich auch wahnsinnig werden. Wir können ja mal unsichtbar runtergehen. Hier ist noch eine Nachricht. Hey, ich glaube, das habe ich doch schon mal gelesen.
Okay, einer davon hat das, hat den Schlüssel. Sewers Gate Key, den brauchen wir also. Okay. Die Frage ist nur, wer von denen war das? Wer von denen hat den Key? Du? Nein. Du? Eine von euch beiden? Ich kann es ja mal ausspionieren. Du hast den Key. Du hast den Key. Okay, also nochmal laden. Ah, wir haben nicht viel Moos. Das heißt, ich muss schnell sein. Schlüssel schnappen und sofort wieder abhauen. Dann ist ja die Frage, muss ich lang? Muss ich dann da hinten bei den Mädels lang? Nee, ich glaube, da waren wir vorhin. Dann sind wir hier drumrum und konnten diesen Weg hier nicht gehen. Okay, Unsichtbarkeitstrank süffeln. Immer ganz komische, also das ist komische Geräusche und dann immer dieses Shut the fuck up, das ist. Das darf ich doch gar nicht zeigen. Noch ein Glück. Gut, wir haben's. So, das ist jetzt die andere Seite, stimmt's? Genau, jetzt ist der auf der anderen Seite. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Oder wir brauchten einen Schlüssel, um an diesen einen Gate zu kommen, was wir schon gesehen haben. Warte mal, hier war das Mädel. Scheiße, da müssen wir lang. Obwohl, wir könnten auch rausgehen. Oh, nee, warte mal, hier ist kein Ausgang. Scheiße, wir müssen an dem Mädel vorbei. Sieht so cool aus hier. Das Mädchen ist ertrunken. Das war ich nicht. Da war's mit Mädchen. Letztendlich hat sie es doch erwischt. Durch ihre Tollpatschigkeit. So, dass die andere Seite hier war. Ne, hier komme ich raus. Aber da komme ich nur hinter dem Polizist und der Bogenschütze, den mag ich nicht noch mehr triggern. Oh, hier Wasserpfeile hier. Oh shit. Das war ich nicht. Oh Gott, das tut mir so leid. Das Mädchen ist einfach runtergefallen und gestorben. Ihr habt's gesehen. Ich hab's auf Video. Ich wollte eigentlich die nicht aufmerksam auf mich machen. Ich komme hier aber auch nicht durch. Ich kann hier eigentlich nur ins Wasser. Was? Der hat den nächsten Schlüssel. Übel. Der hat auch einen Key, den ich brauche. Vermutlich. Leuchterputz. Au! Die Scheißen mit Schmeiß, wollte ich gerade sagen. Die schießen mit Scheiße. Komm hier später noch mal wieder. Hä?
Okay, hier kam ich her. Die geht zur Spinne. Oh, ich brauche den Schlüssel. Ich will hier nicht nochmal rein müssen. Okay, ich glaube, sie hat sich beruhigt. Geht nochmal ganz vorsichtig rund. Speicher mal. Komm schon. Okay, wir haben den Sewer-Gate-Key noch einen. Brauchten wir zwei? Kann es sein, dass hier unten... Ach, unten sind die Sewer Gates. Okay, dann rein da. Und dann vielleicht noch die nächsten. Für die nächsten Türen. Brauchte ich denn den hier wahrscheinlich? Oder? Genau. Wir sind draußen. Da können wir ja die Schlüssel hier lassen. Also Gate Key und Sewer Gate Key. Aber übrig habe ich immer noch den hier für den Hatch. Weil ein Hatch ist ja noch übrig, das wir nicht angeschaut haben. Müssen wir nochmal zurückkehren eigentlich? Nö. Wir müssen nur das Hotel erreichen. Und kein nicht erwischt werden. Und keine... Nicht mehr als 5 Cops K.O. schlagen. Du hast Loot bei dir. Da pennt jemand. Ist das die Polizeistation oder das Hotel oder was auch immer? Vielleicht waren es Ratten. Siehst du was? Schlaf weiter. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre gewesen. Hier steht auch schon wieder einer. Jorun? Bist du's? Mit einem Geldsack, oder? Nee. Wir haben den falschen Alarm bekommen. Oh shit! Hey, glaubst dort! Du, dass wir uns Sorgen machen müssen? Okay. Das hier kann ich mich gar nicht mehr so sehr erinnern. Komme ich hier vorbei, ohne gesehen zu werden? Sieht schwierig aus. Okay, was ist hier los? Hier ist auch wieder ein Gebäude. Komm da raus und kämpfe wie ein Mann, elender Strauch. Mir gefällt das alles nicht. Oh oh. Puff, puff. Hey, da ist sie. Wir haben nur einen einzigen Unsichtbarkeitstrank. Was ist denn hier überhaupt? Geht mir mal aus dem Weg. Loot ist hier. Und hier ist ein Spinnenproblem. Hier bin ich voll im Hellen. Da sieht er mich sofort. Hier bin ich auch im Hellen. Ich kann jetzt an den so ranlaufen. Ah, das bringt mir nichts. Dann komme ich von der Seite. Ah, hier muss ich auch noch rein. Ah, da gehen wir später rein. Wir machen jetzt erstmal. Ich glaube, das ist sogar unser Hotel.
Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Wir müssen mich jetzt hier... Können mich noch hier vorher rein. Gespenster. Und ich glaube, hier muss man sogar rein, wenn man das Loot-Ziel erfüllen will. Dieser ständige Alarmzustand. Was war das für ein Geräusch? Lad noch mal. Weil solange der schläft, komme ich ja vor ihm an ihn vorbei. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre wenigstens ein kleiner Happen Fleisch. Dann kann ich nämlich hier rein. Was ja sonst nicht möglich wäre, wenn die Tür offen ist. Seltsame Geräusche. Ah, der läuft immer im Kreis. Okay. Alter! Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das lese ich mir niemals durch. Alter. Das kannst du sowas von vergessen. Oh shit, die dreht sich um, okay. Shit. Was? Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Okay, warte mal, hat der noch was? Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Vielleicht waren es Ratten. Oh. Okay, der hat definitiv nichts. Dachte ich etwas gesehen. Okay, also die ist das Problem momentan, an der vorbeizukommen. An ihm ist ja nicht so. Denke ich mal. Dann mache ich mal hier wieder hard safe. Dass ich mich nicht verzaufe. Guckt sie hin. Wer ist da? Ein Safe. Und ich kann ihn knacken. Sehr gut. Nur hier wieder rauskommen wird lustig. Eieiei, was für ein Abenteuer. Aber es ist wirklich linear aufgebaut. Man fängt wirklich mit der Anfangsstadt an. Dann durch die Sur. Jetzt kommen wir an dieser Polizeistation, glaube ich, vorbei. Noch ein Key. Hotel Key. Ach, da ist der Schlüssel für fürs Hotel. Das ist gut. Und im Hotel ist dann Schluss. So, jetzt gucken wir mal. Sie guckt gerade woanders hin. Das ist gut. Mann! Blöde Tür. Noch ein Shave. Und ich brauche hier einen Schlüssel. Das ist schlecht. Also muss ich hier wahrscheinlich nochmal zurückkehren, oder was? Ich habe ein Problem. Ich muss in die Richtung. Und der kommt von dort. Starton-Modus! Ist da wer? Boop. Okay. War wohl falscher Alarm. Hat funktioniert. Die Wache macht mir Sorgen, weil wenn die Wache durch die Tür aufspringt und alarmiert ist,
Mach hier mal ein Hard Save. Noch ein extra. Weil ich könnte auch das hier später machen, hier. Weil ich brauche den Schlüssel, ich weiß aber nicht, ob der Schlüssel hier drin ist. Was ist das? Hier haben wir eine Folterkammer. Wir sollen ja wie gesagt nach Hinweisen suchen, aber noch sind bin ich im Hotel, also ist das jetzt noch alles Kram. Ist auch nichts. Verhörraum. Aber ganz kleiner. Da gucken sie nur so rein, so. Gestehe. Gestehe. Nicht hier rein. Puh. Das war das letzte Mal, dass ich wegen einer Ratte springe. Oh, hi. Du siehst unecht aus. Du siehst wirklich unecht aus. So, also hier ist nichts von Relevanz. Ich könnte mich in den Nischen verstecken. So hier. So. Und da läuft wieder raus. Okay. Das heißt, wir können noch in den Quartieren stöbern. Wenn da jetzt nichts Besonderes drin ist, dann können wir auch wieder laden. Brot, Lärmfeuer ist nicht unbedingt nötig. Loot ist wichtig. Unsichtbarkeitstrank, sehr gut. Und eine Toilette. Eine Toilette. Und auch nochmal Cash Mash. Wir bleiben erstmal auf Toilette, bis der wieder zurück ist und dann gehen wir wieder raus aus dem Gebäude, aber ich glaube, der Wachmann wird mich sehen. Also wenn ich versuche, wieder in das andere Gebäude reinzukommen, wo der Safe ist, wo bestimmt was Wichtiges drin ist. Und ich, wahrscheinlich kriegen wir im Hotel den Schlüssel, um in den Safe reinzukommen. Das wäre natürlich passend. Ich sitze auf Toilette, bitte nicht stören. Ihm ist nicht aufgefallen, dass das Brot auf dem Boden lag. Kein guter Polizist. Naja, ist ja nur so ein Stadtstraßenbeamter. Der muss keine detektivischen Fähigkeiten vorlegen. Oh, er schläft wieder. Was war das für ein Geräusch? Er schläft nach einer Zeit wieder ein, das ist gut. Ich werde jetzt hier speichern. Und ich hoffe ja, dass wir, nachdem wir den Safe-Key dann irgendwann gefunden haben, hier wieder noch reinkommen. Obwohl ich nicht weiß, ob wir da überhaupt nochmal hin müssen. Es ist wirklich nur 2000 Loot sammeln und das mit Benny. Was? Und hier hinten ist ja auch noch Loot, aber da kommen wir erstmal nicht hin. Das heißt, wir können, erstmal zum Hotel gehen. Und wir sind beim Hotel. Wer ist da? Oh, vorsichtig, hallo? Vorsichtig. Oh, Fliesen. Ich sehe nichts mehr. Was war das für ein Geräusch? Okay, wir sind jetzt am Hotel endlich angekommen. Dort müssen wir nach Bennys Leichnam suchen. Besser da, wo er gestorben ist. Nein, eine Vase. Ich hasse Vasen. Das ist so der typische, ja, wo steckt eine Vase in der Kiste? Das ist bestimmt lustig. Ist hier irgendwie Lucky Coins? Nein. Du hast auch sonst nichts, okay. Okay, jetzt hier vorsichtig.
Das war schon ein bisschen laut, aber es hat keiner gehört. Okay, wieder raus. So, und das ist das Hotel. Und ich erinnere mich, wir hatten damals Probleme, im Hotel voranzukommen, weil wir nur dachten, es gibt nur eine Etage und da haben wir nichts gefunden. Dabei gibt es halt mehrere Ebenen. Weil es gibt nur diesen einen Fahrstuhl und man kommt mit diesem Fahrstuhl nur hinein. Und dann haben wir aber hier gesehen, es gibt ja noch... Warte mal. Rezeption. Jetzt kommen wir hier rein quasi. Nee, hier sind wir. Wir kommen jetzt hier rein. Und dann kommen wir bis zur Rezeption. Dann dachte ich mir so, es gibt doch noch die Karte hier. Wo ist denn der ganze Scheiß hier? So. Weil hier ist ja Benny, den wir finden müssen. Und das zeige ich euch gleich, was uns da mal verwirrt hat. Auf jeden Fall gibt es jetzt... Das ist jetzt hier quasi The Mall. Wo wir einkaufen können. Und es gibt hier eine Kamera. Ich glaube, die war in einem dieser Räume drin, ne? So, und in diesen ganzen Räume kann man hinein. Das sieht auch cool aus. Sorry. Ich muss sagen, ich finde sicher, die Gestaltung, die Lichtsetzung, sieht echt schön aus. Echt eine gute Mission. So, wir können nämlich von hier aus, können wir uns dann so eine Kiste mitnehmen. Ich glaube, wir haben das auch ohne Kiste geschafft. Dann können wir dann in diese einzelnen Läden hinein. Oh, und ich weiß noch, es war saudunkel an manchen Orten. Also gerade hier unten durchzusneaken war damals Multiplayer richtig hart. Dewdrop. Den nehme ich nicht mit. Hier ist nichts mehr drin, ne? Hier ist ein Buch. Tja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen blöd, wenn man zu viel Lesestoff gibt. Bei einem Dieb... Hier ist ein Rosary. Ist das ein Affenkopf? Ich glaube, das ist so ein Affenkopf, oder? Ein Dieb hat keine Zeit, ständig Sachen durchzulesen. Also bleibt es eigentlich dabei, dass der nur durchfliegt und dann verschwindet. Mehr scheint hier nicht zu sein, okay. Gut, dann raus hier. Aber jetzt geht der ganze Cash-Scheiß los. Jetzt kommen wir, holen uns erstmal den ganzen Loot. Aber ich glaube, an die 2000 zu kommen wird schwierig. So, hier ist auch noch einer. Ein Ruhm. Ja, man kam auch ohne Kammern hier hoch. Moosheile. Mosley, oder was? Ganz viele Banner. Ach nee, das ist so ein Bannerverkäufer. Mit Teppichen. Ich mach mal alle kaputt. Ich will den armen Mann nicht mit seinen Bannern ruinieren. Ruinieren. Okay. Was steht denn hier? Okay, es ist ein Arbeitsauftrag. Die Räume kann man auch irgendwie öffnen, glaube ich. So, und jetzt können wir von hier aus in die, an den anderen Bereich drüben. Hier kommen wir, wie gesagt, wieder raus. Hier sind jetzt zwei Kisten. Kameras, Minen. Nicht um das zu benötigen. Das könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Zack. Und hier ist ein Tresor. Und wir brauchen einen Code dafür. Den wir noch nicht haben. So eine Art Bank hier. Auszahlungsstätte quasi. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Okay, dann brauchen wir erstmal den Code. Für den Tresor.
So. Jetzt mal. Hier kann man noch überall die Geschäfte lesen. Gift Shop. Tapestries. Tapestries. Dann das da hinten ist eine Bank. Und da hinten ist. Ja, Mechanisten-Stuff. So. Oh Gott, hier ist ja eine Wache. Habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Seit dem Frühstück schon nicht mehr. Gehst du auch weg? Ich komme doch nie an den vorbei, oder? Wer ist das da? Okay, er sieht mich nicht. Verstecken nützt euch gar nichts. Nichts Besonderes mehr da. Es ist so feig und kühl hier, so unerträglich. Kommt doch niemand an den vorbei. Hat's. Hier ist ein Einbrecher! Scheiße! Wird das der erste sein, wo wir einen K.O.-Schlag machen müssen? Ich könnte ihn weglocken, aber ich muss, glaube ich, hier nachher wieder lang. Das heißt, es ist der erste K.O., den wir machen müssen. Es tut mir echt leid. Aber... es wird schwierig werden, hier hochzukommen. Guck mal, hier sind wir voll im Licht. Und selbst wenn wir ihn weglocken, also da um die Ecke, wir haben hier einen Lärmpfeil, dann müssen wir hier wieder zum Schluss lang, glaube ich. Obwohl... ich hätte mal einen extra Safe machen müssen. In der Armee. Schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Okay. War vermutlich nur der Wind. Wir schauen mal. Vielleicht muss ich ja ihn doch nicht, muss ich ja doch nicht da mehr lang. Wobei doch, wir müssen den Safe noch kriegen. Nicht. Oh, gut. So, jetzt kommen wir nämlich hier oben noch lang. Ja. Zum dritten Mal in dieser Schicht sind wohl die Nerven. So, hier oben. Oh, gut. Ist ja im Grunde eigentlich Schluss. Theoretisch. So, aber hier ist. Warte mal. Nee, unten muss das sein. Wir haben eine Rezeption. Gamusurebe. Ein Ruana Fira und reserviert für Lady Jocasta oder die Jocasta Befford. Wer auch immer das ist, ob das die Schwester ist, ob das die Frau ist. Auf jeden Fall hat die alles reserviert für sich. Oh Gott, was war das jetzt gerade? Wird jetzt irgendwas aktiviert? Sieht immer aus wie eine Zahl da oben, oder? DRD 81. Ja, stimmt, DAD 81 ist mir gar nicht aufgefallen. In all den Jahren. Hier, da in der Mitte. Das ist ein Fahrstuhl. Und den habe ich nicht bemerkt. Und ich dachte mir so, hä? Wo geht's denn? Was? Ich dachte, es geht nicht mehr hier weiter. Und dann irgendwann gucken wir hin und das ist ja ein Fahrstuhl. Und dann, aha, da kommt man in den eigentlichen Bereich. Da kommen wir in den eigentlichen Bereich von dem Ganzen. Ah, ich will mal überlegen, ob ich wirklich das ohne K.O. versuche. Hier ist nämlich noch mehr. Sind wir schon bei über 1000. Das ist jetzt der Gartenbereich. Jetzt sind wir nämlich in dem, was wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Jetzt sind wir in diesem Bereich. Was ich fälschlicherweise immer von der Polizeistation gehalten habe. Ah, der hört mich hier drin, oder?
Hier will ich noch nicht hin. Hier ist der Ort des Geschehens gewesen, glaube ich. Die Küche. Und ein Rezeptbuch, glaube ich, oder? Haltet den Dieb! Oh shit. Hier haben wir noch Loot. Loot. Ein Ofen. Und ein Lager. Nur ein einziger Käse. Und dieser Eimer, wie er aus dem Boden rausguckt. Tja. Wir sind sowieso gleich am Arsch, weil die wird Hilfe rufen. Wo ist sie? Da oder da? Oh Gott. Ja, sie hat Hilfe gerufen. Warum gehst du denn jetzt zu mir, wollte ich schon sagen. Bis sie die Tür vor seiner Nase wieder zumacht. Okay. Die suchen jetzt nach mir da drin. Das ist vielleicht ganz gut. Weil so habe ich ein bisschen Ruhe hier vorne. Das ist nochmal der Garten. Hier ist auch noch eine Wache. Sind jetzt alle alarmiert hier? Oh, an denen komme ich doch niemals vorbei. Okay, er verlässt den Posten nicht. Shit. Hm, da ist doch wer. Oh oh. Hm, da ist nichts mehr. Okay, hier geht wieder raus. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Die stehen nur rum. Okay, mache ich hier mal wieder einen Extra-Safe. Okay, die haben sich hier wahrscheinlich hingesetzt. Da haben sie mich nämlich kurz gesehen. Mann. Hast du was gehört? Okay, jetzt die andere Seite. Hier ist noch ein Alarm-Button. Hier geht's noch hoch. Einige Räume hier noch. Ich dachte, da wäre was. Hier ist noch Loot. Sehr gut. Läuft die Wache einmal im Kreis? Ja, hier bin ich reingekommen. Der Raum hier ist ein bisschen seltsam. Ich gucke mich hier nochmal um. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Kommt der jetzt hier lang? Durfte eigentlich nicht, der läuft gleich nur durch den Garten. Wir gehen jetzt hier hoch. Die andere Seite. Denn jetzt können wir uns hier nämlich hier nach orientieren. Quasi hier. Küche. Esszimmer.
Lobby und Bar. Mir kommt so vor, als wären wir hier auf dieser Seite. Laut Karte. Ach, in Bennys Raum kamen wir nicht rein. Und hier ist auch noch irgendwas. Heißt, wir sind wieder am Anfang. Ist hier irgendwo ein Geheimgang oder sowas? Toiletten. Kuckuck. Und Kuckuck. Ich hoffe nur, ich werde nie erwischt dabei, während ich die Toiletten reinschaue. Da stellen sie sich bestimmt auch vor, die Wachen. Was macht der denn da, der Dieb? Inspiziert die Toiletten. Ach, das ist das hier. Und das ist das hier. Und das ist das hier. Mach mal lieber das Ding zu. Das ist das Esszimmer, ist das hier? Okay. Und dann gab es noch das hier. Hier sind wir nicht hochgegangen. Hier geht's raus. Da waren wir auch noch nicht. Okay, nächster Ort. Aber jetzt sind wir schon so weit, jetzt kann ich eigentlich auch den 1 K.O. lassen. Nichts wert. Licht aus. Wer stört meine Ruhe? Scheiße! Meine Scheiße stört deine Ruhe. Ganz vorsichtig. Aber. Ah, ich hasse es. Es ist so. Das ist aber auch wirklich blöd gemacht mit der Leiter. Vorsichtig, nur kein Lärm. So. Dann mache ich jetzt extra Speicher. Versuche mich an die Kiste hochzuziehen. Perfekt. Ein Flaumi. Brauche ich aber nicht. Aber das kann ich gebrauchen. Und eine Nachricht. Darling André. Oh, das ist aber nett. Okay, von hier aus könnte ich zum nächsten Balkon rüber und da pennt einer. Wir probieren das mal. Das Licht aus. Aber, was war das? Wer wagt es? War das schlau? Wir können auch so rein, okay. Also wir brauchen nicht unbedingt bei den Affen da 2 Wasserpfeile verballern. Wäre eine Idee. Aber wir können es auch anders machen. Oh, das war cool jetzt. Mhm.
Na? Aber, was war das? Okay, der Typ wacht immer auf. Stuart. Hier kann ich mich verstecken, das ist gut. Der schaut ja immer in meine Richtung. Und dann haben wir hier noch die einzelnen Räume. Das ist immer noch das Hotel, Leute, nicht vergessen. Hat der irgendwas? Nee. Mir fällt übrigens auf, dass ich ständig den Wachen auf den Arsch schaue. Das, und ich trage Leder. Komm, lass mich rein. Natürlich wäre es andersrum leichter, aber es ist halt zu blöd, wenn der halt ständig durchdreht da oben. Achso. Der wurde vom Alkohol getrennt. Ob das so schlau war? Der arme Benny. So, haben wir noch ein paar Wasserpfeile bekommen. Hier ist ja sonst kein Loot. Lohnt sich also nichts mehr hier zu machen, groß. Das war wirklich nur für die Wasserpfeile? Bisschen seltsam. Okay, warten, bis der Typ vorbeigeht. Dann gehen wir ihn hinterher. Und gucken die anderen Räume durch. Wir haben weder den Safe Key noch den Safe einen Code bekommen. Und oben geht's auch noch lang. Der pennt, das ist gut. Der Director. Der Director's Cut. Und ein leerer Pool. Aber da unten liegt was. Naja, da ist ein Eimer. Ich bin auch schon völlig im Eimer. Okay, hast du irgendwas Nettes bei dir? Nein. Ah, hier ist noch was. Jetzt geht der Cash los. Ich will eigentlich gerne einen Quicksave wieder verwenden, aber ich habe das Gefühl, ich hätte das Ganze mit den K.O. sparen können. Oh, hier ist eine besoffene Saf... Also, eine besoffene Saf... What? Eine besoffene Guard. Besoffene Wache. Hat er hier irgendwas? Warum ist hier ein Betrunkener? Stell dir mal vor, du machst das Licht an und der springt auf. Das wäre eine coole Aktion. Was ist das? Okay, schön vorsichtig. War wohl nur der Wind. Was war das? Wir haben einen Dieb. Haltet den Dieb! Und die drücken den Alarm. Oh Gott, ist das laut. Okay, dann müssen wir das Licht löschen. Ich höre nichts. Was ist hier solchen Lärm? Ich habe einen verdammten Hunger. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Jetzt hat's geklappt. Komme ich ja nicht hier irgendwie hoch? Preacher, Tillinges, Torian, Van Ort, Beaufort, Jean. Die habe ich alle mal gelesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3, 1, 4. Ich heb das mal auf. Vielleicht ist das ja der Code. Ist das vielleicht die Barfrau? Oder die Barfrau? Ich meine die Bankbesitzerin? Ich kann jetzt hinter der Wache einfach vorbeigehen. Ach, da geht's hoch. Das sieht übrigens auch cool aus. Wir können jetzt hinter der Wache einfach vorbei. Und ihr könnt
Vordertür, glaube ich, auch öffnen. Könnten wir hier drüben noch einige Fackeln haben? Könnten wir mal dir ins Fressbrett geben? Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Ah nee, warte mal, das muss irgendwie anders geöffnet werden. Vermutlich nur der Herr, der irgendwas überprüft. Wer ist da? Noch ein Alarmbutton. Okay, der läuft noch einmal komplett drumrum. Das ist gut. Wir haben genug Zeit, um hier durchzurennen. Ja, ja, deine trüben Augen. Nummer 6. Scheint nicht besetzt zu sein, aber das Feuer hier brennt. Irgendwann fackelt das ganze Hotel ab. Auch das Feuer und hier ist nichts. Mann. Wie fahren wir denn? 1,4. Ist immer noch viel zu wenig. Shit. Alles ruhig. Waren wohl Ratten. Bist du's? Dreht sich gleich wieder um. Nichts mehr zu sehen. Schade, dass hier nichts ist. Hier könnte man auch von Balkon zu Balkon springen. Hier ist auch nichts. Aber nur leere Räume. Schade. Aha, jetzt sehe ich gerade. Man hätte auch hier lang gehen können. Wo wir am Anfang waren. Die Rezeption. Da war noch was. Haha. So, was haben wir jetzt genaues bekommen? Wir haben einen Code. Und das war's. Und das war's. Jetzt können wir mit dem Fahrstuhl wieder runterfahren. Und schauen, ob wir da unten noch irgendwas finden. Ach, was soll's. Ich save jetzt ab. Die eine ist jetzt halt K.O. Hier hinten ist noch irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das da hinten war. Wäre cool, wenn der Code jetzt noch funktionieren würde. Und dann haben wir noch den Hatch, den wir noch ausprobieren können. Oh, Ventilationssystem. Okay, wo kommen wir jetzt hier raus? Aha. Das wäre eine Möglichkeit, wahrscheinlich hinter den Bannern aufzutauchen. Um an die Rezeption zu kommen. Was wir aber nicht brauchen, da wir ohne Probleme auch so durchgekommen sind. Aber es ist halt eine Möglichkeit. Also das Level ist schon darauf aus, dass man hier... Gerade wegen den Fliesen. Ich denke mal, deswegen hat er sich gedacht, oh, das ist ein bisschen fies. Wir machen das anders. Wir machen hier nochmal zwei Räume, die... Nur durch zwei Schächte, die nur durch das Banner blockiert sind. Aber sonst ist hier nichts. Okay, dann... Achso, jetzt... Ach, hier davor habe ich gespeichert. Shit. Dann können wir jetzt noch den Tresor testen.
Es gibt ja jetzt nur diesen einen Weg zurück. Und wir brauchen den Schlüssel zu Benny. Oh, lauf doch nicht so laut rum. Okay. So. Da müssen wir dafür hier in den Schacht rein. Und probieren wir mal, ob der Code funktioniert. So. Ich habe mir jetzt ja hier notiert. 7314. Es war der richtige Code, aber ich habe hier Lärm gemacht. So, dann wissen wir ja, wen was gehört. Ich habe nicht bestimmt. Keine Gefahr. Okay, er patrouilliert wieder. Sieht er mich? Sehe Spuren. Ich habe nicht bestimmt. Okay. Spuren. Eindringling. Nicht autorisierter Mensch. Kann man dich mal kurz in die Luft jagen? Ich habe nicht bestimmt. Ist. So. Nicht autorisiert. Okay, wir kriegen keiner dieser Safe-Dinger auf. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ah, okay. Warte mal, wer ist das? Kein Publikum, beliebt, contains the. Okay. Und ein böses Buch. Warte mal, was ist das? Ach, das ist auf allen Seiten so. Ah, okay. Okay, ich brauche keinen Schlüssel oder Code oder sonst was. Wir können das einfach so machen. Geräusche geortet. Nicht autorisierter Mensch. Seid gewarnt. Ich war nicht schnell genug. Warte mal, vielleicht können wir es anders machen. Den Willen des Charakters. Hier ist nur ein Haufen Knochen. Krieg ich die wieder zu? Nee. Hier ist ein Hauch von Luft. Ich danke dem Erbauer für meine Arme, mit deren Kraft ich die Welt verbessere. Ich habe nicht bestimmt. Dieser Zwischenfall. Es gibt kein Entkommen. Feindlich. Eindringlich. Ja, was soll er schon tun? Der kann mich ja eh nicht erreichen. Aber jetzt kann ich ja nicht auch die andere Notiz hier lassen. Warte mal, das war die, wa? Hier ist auch keine Zahlen an den Türen, sonst wüsste ich, wem was gehört. Und hier die Nachricht. Nochmal. Hier, es gibt kein Entkommen. Tja. Sind da unten auch nochmal Saves? Nee. Das wär's. Na gut, das sind ja 6 Leute und sie sind nur 6 Saves. 1-7 haben wir. Und wieder zu. Schön. Okay, wir sind hier fertig. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch den Hatch an. Also an den Loot zu kommen, ist kein Ding. Wir müssen aber bei Benny noch reinkommen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir seine Tür öffnen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch was finden.
So. Jetzt versuchen wir noch an dieser Stelle hier. Ich habe das jetzt nur mit einem leichten Trick hinbekommen und was? Warum steht der jetzt auf einmal auf dem Tisch? Der ist wahrscheinlich wach geworden. Auch nicht schlecht. Ist hier noch irgendwas? Und werden noch dieses Haus hier plündern. Ich habe noch einen Unsichtbarkeitstank, aber den will ich nicht für was Dummes hier ausgeben. Ob der Bogenschütze mitkriegt, dass da Spinnen sind? Wird auf jeden Fall schon ein bisschen ausgerastet. Ich weiß nicht, ob es von der Seite vielleicht leichter geht, die ein bisschen auszutricksen. Okay, versuchen wir es ganz vorsichtig. Hier ist bestimmt noch was zu holen, oder? Dieses verwahrloste Geschäft. Oh, shit. Warte mal, kann man... Die folgt mir. Könnte man die vielleicht gegen die Wachen hetzen? Quasi, wenn die mir rausfolgt. Oh, hier ist noch was. Oh nein, ich höre schon wieder Kinder. Das ist nicht gut. Aber ich kann ja die noch hinter gegen. Shit. Shit, 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 shit. Was war das denn? Jorun? Dachte, ich hätte was gesehen. Hierher! Haben die mich gesehen? Die haben mich gesehen. Scheiße. Ah, oh Gott. Auf der einen Seite die, dann auf der anderen Seite das. Wer ist da? Hallo. Hier ein Türknopf, der kaputt ist. Warum hat der kleine Kind da hinten... Warte mal, warum kommt der auf einmal hier rein? Kann ich mich hier verstecken? Ich kann mich hier verstecken. Wenn ich noch den... Ich weiß nicht, ob wir einen Lärmfeuer haben. Vielleicht können wir damit was machen. Ja, ich habe einen Lärmfeuer. Bitte seh mich nicht in der Ecke. Oh, die kämpfen nicht gegen den kleinen Spinnen. Oh, die kämpfen jetzt gegen den Polizisten. Was? Das zählt, dass sie mich gesehen haben? Das ist ja doof. Ach. Komm, spring auf den Tisch. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich wegen nichts und wieder nichts herumspringe. Wie immer nichts. Nichts wirklich. Ach, die können hier nicht raus, oder was? Oder? Die kommen nicht raus. Wow. Oh, oh, oh. Na, ich komm doch raus. Ich probiere mal was. Mach nur einen kleinen Fehler.
Nee, hat mich noch nicht gesehen. Hey, der hat aufgegeben. Halt im Namen. Das macht keinen Spaß. Ist überhaupt was... Warte mal, wir können ja den Unsichtbarkeitstrank dann daneben und gucken, ob bei den Kindern irgendwas Wertvolles ist. So, wir können ja hier safen. Und wir versuchen es mal. Die sind ja sofort getriggert. Aua. Komm her, kleines Mädchen. Willst du kämpfen? Stopp, kleines Mädchen. Und du machst noch übelste Kotzgeräusche. Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Ich muss hier gar nicht hin. Und der Besen hängt in die falsche Richtung. Okay, also ist das... Also war es nur, um diese eine Schatulle da zu öffnen. Große Axt. Tolle Wurst. Aber ich mache sie trotzdem auf die Tür. Vielleicht kommen die ja mich besuchen. Oh Gott, das war doch die Ratte. Das ist die andere Spinne. Oh, ich bin hier safe. Ich bin hier safe. Okay. Okay, der blöde Bogenschütze. Aber schön, dass es zu wissen, dass die Kinder auch hier oben sind. Ich hätte gerne mal eine ausführliche Erklärung zu der Story mit den Kindern. So. Okay, und los. Wer treibt sich da herum? Okay, hat mich nicht gesehen. Verdammte Ratten. Und jetzt schnell um die Ecke. Ich mach... Hey, Hände über den Kopf! Ah, shit. Jorun, halt! Wer ist da? Er sieht mich sofort. Das ist schlecht. Ich kann sie höchstens da reinlocken. Nun gut. Was war das? Was zum Teufel war das? Schnell die Handschellen! Ich würde sie gerne in das Haus da locken. Weil dann sind sie eine Weile weg. Dass ich wieder? Da ist eine Kiste oben drauf. Da ist eine Kiste. Okay, wir kommen an die Kiste ran. Wir könnten mit einem Seilfeuer versuchen, irgendwie ans Dach da zu kommen. Ist aber sehr hell da. Okay, wir versuchen es mal. Seilfeuer in die Hand. Daran schießen. Dann schnell hier ran. Oha, was war das denn? Ich komme nicht weiter. Okay. Anders.
Ist da wer? Da war wohl doch nichts. Ich müsste da hoch irgendwie. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wahrscheinlich durch die Kisten irgendwie soll man da was machen. Wenn ich das nicht gesehen hätte, da wäre mir wieder was entgangen, aber das muss man doch bestimmt knacken. Oha, was war das denn? Komm, kletter hoch. Kann ich hier durchknacken? Nee, ich muss noch höher. Ich muss noch höher. Ich darf nur nicht durch den Typen alarmiert werden. Schön laut. Na komm. Schön hoch. Was? Was? Hat er jetzt gerade die Fenster aufgemacht? Warum machst du die Fenster auf, Junge? Ich muss hier rein. Nein, ich will da rein. Oh, es hat nicht geklappt. Und man muss es knacken. Definitiv. Wäre cool, wenn wir jetzt hier noch einen alternativen Weg hätten. Wo wir nicht, das ist doch wegen Seilpfeile. Warte mal, jetzt könnten wir hier hinten lang. Und dann könnte ich hier runter. Es war nur wegen Seilpfeil, das ist so traurig. Wer treibt sich da herum? Das habe ich gesehen, Schleicher. Das habe ich gesehen, Schleicher. Ich denke, nein. Oder so. Oh nein. Komm heraus und kämpfe. Das blöde Fenster geht schon wieder auf. Mach die Fenster, lass sie zu. Ich muss noch auf den Kind. Ah, Gott. Denkst du, du kannst dich vor mir verstecken? Ja. Geh doch ins Haus, genau. Dann halt nicht. So. Komme ich da überhaupt wieder runter, ohne Schaden zu nehmen? Das war die dümmste Idee, dass ich da gespeichert habe, wegen den blöden Seilpfeilen. Okay, geschafft. Tür zu. Mal sehen, was das war. So. Jetzt schicke ich die da rein. Rein. Kommt heraus. Sofort. Mit erhobenen Händen. Ach, darf ich nicht machen. Ich darf kein Lärmfeuer verwenden. Aber ich kann das hier verwenden, oder? Warte mal, da drinnen. Wer ist da? Kriegen das sofort mit? Die kriegen das sofort mit und sehen. Dann ist es wie als. Ich darf die nicht weglenken. Was ist, wenn ich das da mache? Dann auch. Okay. Die dürfen nicht bemerken, dass ich hier bin. Wenn du befördert werden willst, musst du dir den Arsch aufreißen. Für einen lächerlichen goldenen Streifen darfst du dir jahrelang die Füße rumlaufen. Nur sehen, ob ich den kriege. Mal sehen, was das war. Ja, es hat funktioniert. Ich finde. Oh, gut. Zurück an die Arbeit. Es hat funktioniert. Dreht euch ganz langsam um und legt die Hände auf den Kopf.
Sie haben mich nicht gesehen. Sie haben mich nicht gesehen. Ich gehe hier nie wieder zurück. Ich gehe da nie wieder lang. Aber ich speichere jetzt erstmal eine Weile nicht. Sicher ist sicher. Aber das ist so tragisch mit der einen Wache hier. Dass ich die K.O. schlagen musste. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Es gibt nämlich noch einen Ort, den ich nicht erkundet habe. Man benutzt diese Orden und Medaillen in der Armee. Marschierst den ganzen Tag durch schönes Bild. Wälder in der Armee. Die Uniformen sind auch besser. Die haben richtig gute Stiefel und hübsche Wolken. Hier. Oh, ich hing schon so lange an dieser Mission dran. Schön vorsichtig. Hm? Oh Gott. Warum läufst du so komisch die Treppe hoch? Hm. Da scheint nichts zu sein. Okay. Geschafft. So, wie viel Loot haben wir? 1,8. Also 200 Loot brauche ich nur. Sind schon Gespenster? Und das könnten zwei Beutel sein oder irgendwas anderes, was in diese Richtung geht. Also wir können das durchaus schaffen. So. Wir gehen nämlich nochmal dahin, wo Benny war. So, Dining Room. Dinner. Ja, Dining Room und dann rechts rum. Und hier in diesem Bereich waren wir noch nicht. Da hängt auch eine Wache. Da haben wir aber jetzt einen Unsichtbarkeitstrank. Ich mache jetzt mal auch ein Safe. Halt! Ach da. Er sieht mich durch den Vorhang. Ich sehe ihn nicht durch den Vorhang. Das finde ich unfair. Für heute Morgen. Das reizt die Nerven. Alles ruhig. So, den muss ich irgendwie weglocken und dann hinter ihm ran. Scheint nichts mehr zu sein. Okay, also weglocken. Nicht mit Wasser feilen. Warte mal, wir können Lärmpfeil verwenden. Lärmpfeil. Brauche ich vielleicht den Unsichtbarkeitstrank gar nicht. Komm hier rein. Ziel erfüllt. Wir sind jetzt gleich bei Bennys. Oh, der steht wirklich auf sie. Bennys Raum. Oder nee, das ist Lady Beffords Raum, oder? Er sollte ja nur die Wache stehen. Das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel zu den einen Raum, den wir nicht öffnen konnten, wo Benny war, gestorben ist. Okay, sie sind auch ein bisschen aufgemerkt. Mist! Verstecken nützt euch gar nichts, Dieb! Ich bin unsichtbar! Du alter Cheater! Ich bin unsichtbar! Okay, also nochmal. Lärmfeier. Das hab ich gehört! Zeigt euch! Ich meine es ernst! Klingeling, klingeling, klingeling.
drin. Schnell den Schlüssel holen. Und dann wieder zurück. Hier. Oh nein. Wo seid ihr? Okay, jetzt suchen die nach mir. Kommt heraus, wenn ihr euch traut. Brauche ich nicht mal den Unsichtbarkeitstrank? Oh, dann hätte ich vielleicht... Ah, mich ärgert, dass ich wirklich einen K.O. gemacht habe. Ja, was machen die da jetzt? Hä? Ist der ja ein bisschen bescheuert. Ich muss jetzt nur in den Nebenraum. Wartet nur, wenn ich euch finde. Wir haben ja jetzt bis auf das alles hingekriegt. So, der geht wieder zurück. Der stellt sich aber leider ein bisschen weiter vor der Tür, wa? So, der ist auch wieder normal. Ich hoffe, ich kann jetzt hier ganz normal raus. Save. Ja. Verstecken nützt euch gar nichts, Dieb. Die sind noch ein bisschen abgefuckt. Okay, dann warten wir noch. Wir müssen ja jetzt nur einmal drumrum, rechts drumrum und dann sind wir durch. Warten, bis die anderen Wachen weg sind. Ich habe wirklich alle aufgescheucht, kann das sein? Okay, die sind weit weg. So, und da rein. Tja, ich sehe hier keine Spuren. Ich weiß nur, dass ich hier erstmal nichts habe. Aber ich erinnere mich an etwas. Und zwar... Wer ist da? Wer hat das? Einbrecher! Halt! Halt! Das hier ist sehr, sehr strange. Warte mal. Vielleicht kann ich das ja mit einem Unsichtbarkeitstrank jetzt irgendwie schaffen. Weil dann entsteht da eine Mauer und dann entsteht da ein kleiner Dialog. Zuerst mal. Hä? Es funktioniert nicht mehr? Muss ich dafür sichtbar sein? Macht da jemand Lärm? Hä? Ich muss wahrscheinlich das in einen Ruck machen. Nicht, dass ich das Trigger-Event zerstört habe. Warte mal, wir versuchen es mal mit raus und rein. Oh, das Event ist kaputt. Und das ist wichtig. Okay. Also gut, wo steckt ihr? Was ist da? So, jetzt habe ich nämlich noch einen weiteren Schlüssel für die Tür bekommen. Und wahrscheinlich muss die Wache irgendwie durch. Warte mal, schmeiß das mal hier ran. Achso, ich kann ihn nicht K.O. schlagen. Na, komm her. Du hast es so gewollt. Mr. Gangster. This is Edmund. Was zum... Ah, yes. Please, excuse my appearance. Astral projection and all that, you understand. My brother and I would like to thank you for participating in our little charade. Perhaps you'd be interested to examine the body of the man you've just killed. It was Captain Bennett, Mr. Garrett. Whoops. You really are astonishingly naive for a city thief.
We were surprised that you believed our story without even bothering to confirm it. I suspect you are blinded with greed. Nasty habit. I suggest you get out of Moss tonight. You won't want to be around when the captain's body is discovered. Leave Moth, Mr. Garrett, and dinna come back. You'll not be welcome here. And about the rest of your payment? Forget it. Jetzt aber nichts wie raus hier. Tja. Wir waren es gewesen, der Benny getötet hat. Deswegen auch die... Und das war Auftrag erledigt. Wir haben es geschafft. Keeps the Knockouts. Ja. Nur leider ist das irgendwie buggy, denn so richtig schließt sich das hier nicht ab, weil... Normalerweise ist es ja jetzt vorbei. Ich darf gar nicht erwischt werden, etc. pp. Ist ja alles erledigt. Aber sie beendet sich nicht auf normalen Wege. Unsere Wertung. Ich glaube, besser als beim letzten Mal. Wie gesagt, der eine Tote war jetzt Benny. Das war letztendlich der ganze Plot der Mission. Wir waren selber der Mörder. Wir wurden quasi da nur hingelockt und dann hieß es am Ende, wir sollen gehen. Und, ja, die eine Betäubung da, das ist wirklich... Hätte ich nicht machen müssen, wenn ich alles vorher schon gesammelt hätte, dann hätte ich den auch mit Lärmfall weglocken können. Aber hätte ich dann den Lärmfall später nicht gehabt. Ja. Aber ich habe den Taschendiebstahl komplett hinbekommen. Und das ist wirklich schwierig in dieser Mission, muss ich dazu sagen. Ansonsten trotzdem eine lustige Mission, bis auf das Ende. Und dass es halt ein bisschen buggy war dadurch. Gebe ich eine sehr gute Wertung. Wie gesagt, es war zwar linear aufgebaut. Aber du hattest die Chance, immer wieder noch zurückzukehren. Es war nicht so, dass du nicht mehr die Chance hast, bis zum Anfang zurückzukommen. Aber, ja. Letztendlich war es mehr so etappenweise. Erst diese Stadt, dann kommst du irgendwann zu den Sewer-Bereich, dann mit diesen Kindern. Und dazu gab es auch eine große Story. Und dann kommst du wieder in den zweiten Abschnitt, wo dann so ein bisschen die Stadtwache zu sehen ist. Und später dann jetzt das Hotel. Und das war so das eigentliche Level dann. Aber es ist noch ein kleiner Wink in diesen komischen Gaststätte oder so, die verwahrloste, dass da immer noch ein paar Kinder übrig sind. Das hat schon irgendwas Schauriges an sich auf jeden Fall. Da wo wir gleich zur Story dazu kommen. Die Story war schon ganz cool. Gebe ich auch mal eine sehr gute Wertung. War jetzt nicht so sonderlich gut ausgetüftelt. Also der Plot mit Benny war cool, aber das mit den Kindern so, das ist so, ja. Da müsste ich mich mal ein bisschen mehr reinhängen, dass ich das richtig kapiere, was da eigentlich passiert ist. Ich hatte nur so eine Vermutung, aber auf Vermutungen baut man keine Geschichten auf. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe darüber schon mal geredet, dass ich die Story ziemlich cool fand mit Benny's Dead. Und Atmosphäre... Das Trigger-Event am Ende, das war ein bisschen seltsam. Man hatte durchgehend, war keine Stille. Es gab immer irgendwelche Ambiente und Musik. Und bis auf, dass die Charaktere halt immer hochgeschreckt sind bei irgendeiner Türöffnung oder sonst was, was ja logisch ist. Normalerweise müsste man das ja eigentlich so sein, aber es hat schon ein bisschen im Gameplay gestört. In der Atmosphäre eher war es passend. Aber auch irgendwie hätte man anders konzipieren können. Zum Beispiel, dann muss man das auch so machen, wenn sie dann aufwachen, dass sie sich wenigstens wieder hinlegen oder sowas. Oder dass sie nicht genau in die Richtung gucken, wo man dann den eigentlichen Clou macht. Weil das macht es schon ein bisschen schwierig. Aber so hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. War sehr atmosphärisch, war sehr viel detailliert. Gerade das Hotel mit der Mall, das war ganz cool. Und für das bisschen, so große Areal war es ja gar nicht. Es war wirklich nicht nur eine riesige Map. Es wurde wirklich viel in diesen kleinen Map hineingebracht. Es gab nur hier und da mal ein paar Sachen, die wirklich nicht so detailliert waren, wo man einfach nur durch vorbeigegangen ist. Das war aber okay. Ansonsten, ja, es gab noch 205 Loot, besser gesagt. Wo die immer noch waren, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich nur irgendwo noch finden können. Habe ich wahrscheinlich übersehen. Ist aber nicht schlimm. Ansonsten passend. Auch wenn es, wie gesagt, ein Loot-Ziel, könnte man auch wieder sagen, ja, ist schon ein bisschen knapp für Experte, aber
Ich würde sagen, bei 94% oder 95% der Beute ist immer noch okay, als wenn man 98% oder fast 100% der Loot-Beute braucht, um das Level abzuschließen. Ja, das war Benny's Dead. Hab's mal endlich wieder gespielt, diesmal auf extra spicy. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Thief-Mission. Macht's gut. Tschüss.